Gut, ich habe einen Haufen Kohlkraben gesehen heute Morgen. Vom Haus aus, dort drüben. Ich bin jetzt auf der anderen Seite des Flusses. Und das ist, was sie gefressen haben. Oh, holy shit. Ja, es waren Wölfe, ziemlich sicher. Ja. Der arme Biber. Scheiße. Gut, ja, also. Rest in peace, my little friend. Gut, ja. Das macht mich immer unendlich traurig, wenn ich so etwas sehe. Weil einfach ich die Tiere mag, aber auf der anderen Seite ist es einfach Natur. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was hier die Raben fressen. Und ich werde hier wahrscheinlich eine Wildkamera anbringen, um zu schauen, ob diejenigen, die das Tier gerissen haben, nochmals kommen. Aber so wie es ausgesehen hat, ist nur noch der Kopf dran und die Wölfe haben hier alle Arbeit geleistet. Ich habe jetzt hier eine der Wildkameras aufgestellt und habe jetzt direkt Sicht auf den Biber und werde dann mal schauen, wer noch von dem Biber zehrt. Der ist schon ziemlich zerpflückt und es stinkt hier grässlich. Ich nehme an, dass diejenigen, die das Tier gerissen haben, nicht mehr zurückkommen. Soweit ich weiß, können nur Wölfe Biber zerlegen oder quasi jagen. Aber vielleicht auch Luchse. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Hier ist noch meine Frau. Meili! Biber! Ja? Ein Biber! Oh. Ah? Komplett zerpflückt! Wölf! Ha? Ja. Ja. Habe ich gemacht. Noch die letzten Instruktionen von der Chefin erhalten. Kann es weitergehen. Tschüss. Ja, auf dem Nachhauseweg angetroffen, die gerade einen kleinen Spaziergang gemacht hat. Mai, müsstest du dich zur Situation Biber äußern? Also der Biber hat schon noch recht rum hier bei uns, als wir hier angekommen sind. Ja, jetzt sind. Nicht mehr. Ja, dieser Biber nicht mehr herum. Als wir hier angekommen sind, hat das Ufer des Flusses ganz anders ausgesehen. Hat es viel, viel mehr Weiden gehabt am Ufer als jetzt. Also jetzt ist wirklich, also komplett leer. Als man hier bei uns auf der Straße fuhr, hat man den Fluss nicht sehen können vor lauter Weiden. Und jetzt sieht man den komplett. Aber irgendwie ist es ein bisschen ruhiger geworden in letzter Zeit. Wird nicht mehr so viel herumgebibbert. Ja, wir haben sehr viel Hochwasser und mit dem Hochwasser, glaube ich, schwemmt die Biber immer weiter runter und wir kriegen dann neue Biber. Ich bin aber nicht sicher, ob das stimmt. Aber so wie ich denke, sind es immer wieder andere Biber. Es gibt noch eine lustige Geschichte hier zu den Bibern im Dorf oder in der Gegend, dass es mal in Warschau irgendwie zu viele Biber gegeben hat. Dann hat man die Biber einfach eingepackt und hierher verfrachtet und sich hier ausgesetzt. Darum bibert es hier so viel. Das sind so die Geschichten, die man sich hier im Dorf erzählt. Der Biber ist geschützt, darf nicht gejagt werden, zum Glück. Aber der Wolf kennt diese Gesetze natürlich nicht. Der Wolf muss auch fressen. Der Wolf und kennt das Gesetz der Natur. Der Wolf kennt das Gesetz der Natur. Es könnte auch sein, dass es ein Luchs war. Aber ich glaube nicht, dass ein Fuchs ein Biber töten könnte. Und sonst haben wir hätten noch vereinzelt Bären, aber der, glaube ich, nicht so nah am Haus. Und somit, wir haben hier schon viele Wölfe gesehen, liegt die
Vermutung nahe, dass es Wölfe waren. Ja, und was noch wirklich krass ist, sobald die Raben irgendwo hinfliegen und sich irgendwo versammeln, das ist mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit liegt da was. Das ist schon krass. Ja.